Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Teller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein neues Toy aus Patch 10.2.7 und dort haben wir hier einmal das Spielzeugsäckchen mit stummgeborenen Samenkörnern. Und dieses kriegen wir von einer kleinen Questreihe, die vielleicht der ein oder andere verpasst hat. Ich habe es jetzt auch nur über Older Things gesehen, dass die neu drin ist. Und zwar befinden wir uns einmal hier auf Amerdrasil, also nicht im Smaragdgrünen Traum, ne? Also nicht da, wo auch der Raid ist, sondern wirklich hier auf der Insel Amerdrasil. Und da haben wir ja quasi diese neue Zone, Belamet, auch mit der Stadt. Und hier auf den Koordinaten 48, 70 gibt es von Malfurion eine neue Quest. Und mit dem Twink, warte mal, ziehen wir den mal kurz rüber, habe ich die auch noch offen. Und ja, das sind, glaube ich, 8 Quests. Startet hier mit einer ungewöhnlichen Bitte. Ist auch ganz netter RP-Gedönse dabei. Soweit ich sehe, braucht man auch keine Voraussetzungen. Mit dem Twink hier habe ich auch hier im Traum nichts gequestet und er kann die trotzdem annehmen, ne? Also das funktioniert soweit. Und ja, dann macht er 8 Quests, sind ein paar Story-Sachen, will ich jetzt nicht so weit spoilern, aber relativ basic stuff, mit ein paar NPCs reden, ein paar Mobs umhauen, bisschen was anklicken. Und ganz am Ende bekommt ihr dann einmal das Spielzeug. Und das würde ich sagen, schauen wir mal, was das macht. Benutzt, fügt ein Spielzeug der Spielzeugkiste hinzu, pflanzt ein Samenkorn ein. Das lernen wir jetzt mal. Und dann pflanzen wir mal hier das Samenkorn ein. Und gucken mal, was passiert mit dem Ding. Ah, schau mal an. Da kommt eine Gewitterwolke und es sprießen Blümchen raus. Das sieht ja ganz nett aus. So, das ganze Ding hat jetzt eine Minute Abklingzeit. Wir können jetzt auch mal noch testen, ob es quasi noch einen anderen Effekt hat. Warte mal, mit dem Twink haben wir jetzt natürlich die Abklingzeit auch wieder weg. Machen wir das mal nochmal, aber ich schätze mal, es wird immer das gleiche sein. Ja, Wolke kommt und es sprießen die Blümchen raus. Ja, ist eine ganz nette Sache. Und ja, das Ganze könnt ihr wahrscheinlich in 10 Minuten, Viertelstunde, ist das durch die 8 Quests, wenn überhaupt. Und ja, dann sind wir tatsächlich auch schon durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.